Wir stehen hier vom Schiller-Gymnasium und neben mir steht Ruprecht Polenz. Er ist Mitglied des Deutschen Bundestages und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses und wird jetzt Schirmherr für unser Projekt Youth and Dialogue. Und dazu möchten wir ihn gleich in einem Interview ein paar Fragen stellen. Ja, ich bedanke mich für die Einladung, bin ganz gespannt, was ich gleich höre von dem Projekt und freue mich darauf, dass ich die Schirmherrschaft übernehmen darf. Und dann gehen wir gleich mal rein. Herr Polenz, warum ist Ihnen der euro-arabische und christlich-muslimische Dialog ein besonderes Anliegen? Wir sprechen vom Nahen Osten, anders als die Amerikaner von Middle East, weil der Nahe Osten ja nah an Europa, nah an uns dran ist. Das sind nur ein paar Flugstunden. Und die arabische Welt ist aus vielerlei Gründen nicht nur unsere Nachbarschaft, sondern auch sehr wichtig für die Entwicklung in Europa. Und deshalb habe ich mich als Außenpolitiker seit 1994 um diese Länder gekümmert. Was das christlich-muslimische angeht, wenn man sich mit der arabischen Welt, mit der Kultur dort beschäftigt, merkt man, dass die Religion dort noch einen vergleichsweise größere Rolle spielt als bei uns. Und ich habe mich dann eben mit den politischen Auswirkungen des Islam beschäftigt, Wahhabismus, der Unterschied zwischen Schiiten und Sunniten beispielsweise. Und es geht ja darum, und vielleicht ist das ein ganz schöner Brückenschlag zu Münster als Stadt des Westfälischen Friedens, wo ja auch ein Krieg beendet wurde, der 30-Jährige, der ja auch religiöse Wurzeln hatte, zu schauen, wie wir gemeinsam mit unterschiedlichen religiösen Überzeugungen friedlich zusammenleben können, ohne uns die Köpfe einzuschlagen. Und das sind so ein paar grundsätzliche Überlegungen gewesen, die mich jetzt seit 10, 15 Jahren mit diesen Themen umtreiben. Wie kann man diesen Dialog besser im Bildungssystem verankern? Ja, es geht ja darum, dass es was Selbstverständliches wird, mit anderen Menschen zusammenzuleben, etwa bei uns, die was anderes glauben. Und dazu gehört gegenseitiges Verständnis, Toleranz einerseits. Das ist eine Frage bestimmter Unterrichtsinhalte, aber es ist auch eine Frage persönlicher Erfahrung. Und insofern finde ich es ganz wichtig, dass Schülerinnen und Schüler möglichst früh schon die Chance haben, auch Menschen zu begegnen aus anderen Kulturräumen. Das geht heute leichter als früher, mindestens virtuell, über Skype, übers Internet kann man solche Kontakte aufbauen. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man sich jedenfalls gelegentlich auch treffen kann. Und Projekte, die das beides miteinander verbinden, sind deshalb besonders wichtig. Aber in der Schule entscheiden letztlich ja immer auch noch die Lehrer sehr viel, was passiert. Und deshalb kommt es auch darauf an, dass die Lehrer mitziehen oder dass sie auch Impulse setzen. Und deshalb braucht man auch Programme, die auf die Lehrer abzielen, die denen Ideen vermitteln, wie sie diese Inhalte ganz praktisch in den Unterricht einbeziehen können, so dass es Spaß macht. Der euro-arabische Dialog ist ja immer wieder ein Thema, das stark polarisiert. Ist es nicht auf die Dauer anstrengend, sich die ganze Zeit damit auseinanderzusetzen? Ja, ich glaube, ich bin ja Außen- und Sicherheitspolitiker. Und für die Frage des friedlichen Miteinander ist klar, muss man mit den Spannungen, so wie sie da sind, wie sie auch empfunden werden. Seit dem 11. September beispielsweise hat der Islam ein zusätzlich negatives Image bekommen. Muss man sich damit auseinandersetzen. Einerseits darf man auch nicht verniedlichen, welche Gefahren von so einer sektenhaften Interpretation des Islam wie dem Wahhabismus ausgehen. Das muss man schon ernst nehmen. Aber man darf eben nicht die Weltreligion des Islam mit 1,3 Milliarden Muslimen in den gleichen Topf schmeißen. Und hier zu differenzieren, das gelingt nur, wenn auch Kenntnisse vorhanden sind. Und deshalb ist das eine ständige Anstrengung, die sicherlich auch noch eine ganze Weile dauern wird. Man wird zum Beispiel immer wieder gefragt, ja, wo passt denn schon mal auf dieser Welt Islam und Demokratie zusammen? Und wenn man dann sagt, also in Indonesien geht's ganz gut, in der Türkei geht's ganz gut, dann sind die meisten Leute überrascht, dass Indonesien überhaupt muslimisches Land ist. Das hatten sie bisher unter diese Überschrift noch nicht gepackt. Also es gibt gute Beispiele, mit denen man operieren kann. Und das macht dann auch wieder Mut. Und in Deutschland selbst haben wir ja in der Integrationsdebatte diese ganzen Fragen auch bei uns zu Hause, speziell fokussiert dann auf
die Menschen, die aus der Türkei zu uns gekommen sind. Und dann bin ich wieder bei der Schule. Je selbstverständlicher man in der Schule über diese Fragen redet, die Konflikte, die es gibt, nicht verharmlost, aber sie auch nicht dämonisiert und in einer Weise behandelt, dass die Spannungen und Spaltungen, die es natürlich auch ein bisschen gibt, noch vertieft werden. Das ist eigentlich das, worum es geht. Und dieses Verstehen üben, das muss man eben von Anfang an in der Schule lernen. Das gehört praktisch zum sozialen Lernen dazu. Und in der globalisierten Welt heißt das eben weltweit Verstehen üben. Dankeschön. Bitteschön.